Meine Geliebte, ich sehe, dass Sie... Mein erster Tipp wäre der Laden in Chinatown, der Meeresfrüchte verkauft. Sie... Was soll das heißen, du kannst nicht fahren? Ich meine, ich kann es nicht. Das wird nicht so passieren. Mein Mitbewohner ist schon okay, aber ich nicht. Auf der Insel kann man gut angeln, oder? Hier ist sie nicht! Oh, Tiger, wo bist du? Sie hat einen Hinweis hinterlassen! Tiger, du Genie! Okay, der Pfeil zeigt zur Polizei. Hm, ergibt Sinn. Sie liebt es, die Polizeihunde zu ärgern. Haustiere zu klauen war nicht unsere beste Idee. Alle ihr sind so freundlich. Ich sehe sie hier nicht. Was, wenn die Hunde sie erwischt haben? Noch ein Hinweis. Dieser scheint auf das Chemiewerk zu zeigen. Seltsam, da war sie noch nie. Ich hoffe, es geht ihr gut. Da ist sie! Auf die Schläger! Wieso habe ich das nicht kommen sehen?
ihre große Szene, also eine davon. Versteckt sich. Also bis Fräulein Lampenfieber sich zusammenreißt, machen wir wohl erstmal mit Stimmübungen weiter. Mano, da war Karamell mit dabei. Warum macht niemand mit? Ihr seid Schauspieler. Schauspieler, um Himmels Willen. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. Fischers Fritze fischt frische Fische. Warum heißen Mischwasserfischer Mischwasserfischer? Mischwasserfischer heißen Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer im Mischwasser Mischwasserfische fischen. Ein kürzlich unverlassenes Theater mit Kino und ein Chemiewerk mit bekanntermaßen laxer Sicherheit so dicht beieinander zu bauen. Meine Pflanzen rufen mich. Sie brauchen mich. Zeit für ein wenig Flower Power. Ja. Nett, dass du dich zu uns gesellst, Martha. Zeig uns doch allen mal die für Gotham typische Anpackmentalität und geh auf die Bühne. Du bist ein furchtbarer Regisseur. Das mag sein, junger Mann. Ich war bisher schon zweimal im Fernsehen und davon nur einmal als Angeklagter. Fangen wir von vorn an, Martha. Oh, Thomas, was für eine wundervolle Vorstellung von Das Weichen des Bloro mit Douglas Fairbanks in der namensgebenden Hauptrolle im Monarch Theater, Gotham City, USA. Mir gefielen vor allem die Nuancen und die Finesse des Bösewichts. Absolut. Nehmen wir eine Abkürzung durch diese dunkle Gasse, denn als reiche Person ist meine Zeit kostbar und ich habe kein Problem damit, unser Leben zu riskieren, um ein paar Sekunden zu sparen. Was für eine wunderbare Idee, Richard. Ich meine Thomas. Halt! Dramatischer Atemzug. Wer ist da im Schatten? Okay, ich habe ein paar Anmerkungen. Thomas, es wäre wunderbar, wenn du das Mobiltelefon wegstecken und engagierter am Stück teilnehmen könntest. Martha, wenn du dich vielleicht zu deinem Mann drehen und wie ein echter Mensch klingen könntest, versuchen wir es nochmal. Von vorn. Oh,
Thomas, was für eine wundervolle Vorstellung von das Walten des... Also, bisher läuft es so schlecht wie damals, als ich für Macbeth vorsprechen wollte. Ist wieder da. Machen wir mit dem nächsten Lied weiter. Jetzt ernst und traurig, bitte. Musik! Ihr kennt doch die Choreografie. Wir hatten 3 ganze Tage, um diese 3-Stunden-Vorstellung zu perfektionieren. Wisst ihr aber nicht, was ihr zu tun habt. Ausgezeichnet! Diese Energie beibehalten! Ignoriert das! Das war nicht mal einer der Hauptdarsteller. Nur jemand vom Ensemble. Vom austauschbaren Ensemble. Okay, gut. Machen wir 5 Minuten Pause. Hoffentlich bleibt der Rest dieses 100-jährigen Gebäudes stehen. Ich habe mein Leben lang verbracht, zwischen den Finanzflüssen hin und her zu reisen. Verstehen diese Leute nicht, wie wichtig ich bin? Wer ist da? Sei gegrüßt. Der Professor ist da. Der Unterricht beginnt. Meine Forschungsarbeit zum Auffinden von Kostbarkeiten an und... Frag mich, was der Boss wohl wollte. Das sieht wertvoll aus. Oh, sieht auch echt hübsch aus.
Ich habe gehört, dass Wayne hier noch andere Dinge versteckt hat. Dinge, die man nur mit einer besonderen Brille sieht. Angeblich. Okay, jetzt redest du echt Blödsinn. Besondere Brille? Ja, klar. Ich bin Pepe. Solange darauf kein geheimer Fluch liegt oder so. Das Klavier sieht super schick aus. Sieh mal einer an. Ich hatte recht. Interessantes Gemälde. Irgendwie modern. Natürlich hat Bruce Wayne ein Gemälde seiner eigenen Statuen in der Lobby. Peinlich. Hey, ich frage mich,
Meinst du, das könnte so eine Gemäldegeheimtür sein? Du weißt schon, mit einem Tresor dahinter? Also das ist edel. Vielleicht ist das noch ein Hinweis. Brauchst du etwas? Kommen wir rein, komm schon! Oh, ein schönes. Ist der Weg hinein eine Abkürzung oder stecken wir einfach fest? Ist es ein Test? Na, schau mal, ob du einen Weg hineinfinden kannst. Vielleicht sollten wir uns umsehen. Etwas. Alles klar, Boss? Das kriege ich hin. Da ist er. Dieser seltsame Neuling hat ihn gefunden. Gute Arbeit, Neuling. Für einen enttäuschenden Raubzug.
wieder ausgefallen. Na, ist das zu glauben? Meine Pflanzen haben Durst und geben keine Ruhe. Das ist doch lächerlich. Das fünfte Mal diese Woche. Wo ist dieser Klempner? Auf der Route kann man gut angeln, oder? Ich hab keine Ahnung. Normalerweise kommt dieser schräge Kerl von 7B und schraubt an den Rohren beim Trinkbrunnen rum. Dann läuft es meistens wieder. Oh, hey! Hast du schon mal was vom Klopfen gehört? Der Klempner sein, was? Ich meine, du siehst nicht aus wie ein Klempner, aber wie soll ein Klempner davon aussehen? Du kannst aussehen, wie du willst. Hast du vergessen, das Schloss zu wechseln? Ich hoffe nur, dass du den Fehler diesmal auch behebst. Ja, klar. Oh, als ob es in der Einladung stand. Du machst es? Wenn du es schaffst, alle vier Gäste zu finden, kommt dein Name ganz oben auf die Warteliste. Für die Gäste. Für meine Nächte. Du hast hier nicht irgendwo meine tollkühnen Gesellen gesehen. Hey, du. Ja, du. Du scheinst mir fähig zu sein. Hilf mir mal mit dem Sicherheitssystem, ja? Komm schon, wie lange kann es dauern, ein Sicherheitssystem zu überbrücken? Ethel hätte es längst da reingeschafft. Amateur. Und dann sagte ich, das ist kein Paradämon. Das ist meine Schwiegermutter. Ich nehme alles auf der Speisekarte, obwohl... Lass dich echt weg. Den nicht. Aber Roy meinte, ich soll es komplett zu. Wenn die Party ohne mich angefangen hat, ist man falsch informiert. Eine Party ist keine Party, bis ich ankomme. Wie bin ich hier hochgekommen? Oh, hallo. Arsenal schmeißt eine Party. Sieht aus, als wären alle hier. Danke, dass du sie alle... Hey, das ist ein schöner Fund. Solange darauf kein geheimer Fluch liegt und... Klar.
etwas enttäuschend. Die hohe Verbrechensrate ist auch hier ungerecht. Was? Die Kraftstufe meines Rings sieht gut aus. Legen wir los. Was habe ich wohl dieses Mal gefunden? Ich kann es kaum erwarten, all die Beute im Inneren zu sehen. Heute treffe ich direkt ins Schwarze. Was glaubst du, was du da tust? Hilfe? Darum bin ich hier. Alles klar, das sieht gut aus. Jetzt, da es in die richtige Richtung zeigt, müssen wir dieses blöde Bat-Symbol entfernen. Nichts zu sehen. Nur ein typischer, liebenswerter Reporter. Wie hast du das gemacht? Na, ist auch egal. Erklär's mir später. Jetzt hilf mir dieses neue Verbessern-Logo an.
Nicht zu schnell. Ich habe ein Meisterwerk erschaffen. Es könnte sogar besser sein als alles, was der Boss je getan hat. Nur ein Scherz, versteht sich. Nimm das für deine Hilfe und mein kleiner Witz gerade bleibt unter uns. Hey, das ist ein schöner Fund. Solange noch. Wir mal mit dem Sicherheitssystem, ja? Komm. Amateur. Zeig Respekt vor der Dienstmarke. Oh, mir geht's nicht so gut. Ah, gute Arbeit, Kumpel. Normalerweise hätte ich Apple darum. Steuern sind extra, oder? Der Mann, der immer trifft, ist hier. Und hier ist der Tresor. So, wie sollen wir... Oh, da oben. Kannst du das irgendwie treffen? Es scheint, als hätte ich nicht die nötigen Werkzeuge dabei. Kennst du Ethel? Sie hätte alles dabei. Du kriegst das nicht zufällig auf? Oh. Ethel liebt dieses Zeug. Sie murmelt immer irgendwelche Codes vor sich hin. Gelb, blau, orange. Den letzten habe ich vergessen. Du verstehst schon. Komm schon, Kumpel. Wie ich schon gesagt habe. Gelb, blau, orange und dann der andere. Jennings, bei einem Ball? Oh, skandalös. Ethel wird so beeindruckt sein. Ich habe es ganz allein geschafft. Sie meint immer, ich sei ohne sie verloren. Oh, hier ist übrigens dein Anteil, weil du ja auch ein bisschen geholfen hast. Nun, ich sollte lieber schnell zurück zu Ethel. Ich habe versprochen, noch Suppe für sie zu besorgen. Bis später, Kumpel. Vielleicht ist das noch ein Hinweis. Batman geht. Die Farbe steht.
Mutter Natur kann eine mächtige Verbündete sein, wenn man an ihrer Seite kämpft. Perfekt für den Clown, der schon alles hat. Wo sind denn jetzt meine Socken? Man lebt damit verbracht zwischen den Finanzwirten und hinten. Ihre ist es. Ich will mich nicht bedienen, was? Meint, ich sehe aus wie ein Clown, wie? Für wen hält er sich? Hilfst du mir, an diesem blöden Diner Rache zu üben? Sie wollen uns nicht bedienen, weil Clowns angeblich nur Ärger machen. Das ist Clown-Diskriminierung. Disclowniminierung! Gerade habe ich einen dieser spießigen Restaurantkritiker reingehen sehen. Das ist die perfekte Zeit für Schabernack. Willkommen, willkommen! Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie sich auf eine gastronomische Offenbarung in Gothams feinsten Diner gefasst. Ja, das werden wir ja sehen, nicht wahr? Das wird sicher köstlich schmecken. Oh, das schmeckt ja abscheulich. Was haben Sie diesem Essen angetan? So ein Quatsch. Das ist mein Spezialgericht. Es ist köstlich. Was soll daran denn bitte abscheulich sein? Was im Ernst? Ich habe keinen Zauber, der hier wirkt. Nein!
All mein Essen ist ruiniert. Was ist geschehen? Defekte Ausstattung. Das muss ich mir notieren. Haha! Auch ein Koch kann den Brei verderben. Dieser Koch gerät in Teufels Küche, was? Oh nein! Was ist mit der Belüftung passiert? Es ist unangenehm heiß hier drin. Haben Sie denn gar keine Klimaanlage? Dafür vergebe ich einen lächerlichen Stern. Gute Arbeit, Kumpel. Hier ist dein Lohn für all deine Hilfe. Man sieht sich. Ich darf nicht zulassen, dass Umweltverschmutzern so etwas... Ich bin der Music Man, also schickt mir... Du nimmst an, wie nett von dir, die besten Sänger bringe mir hier. Baba, du ab. Meine Mutter sagt immer, wie toll meine Stimme ist. Ich sage schon seit Jahren, dass ich... Vielen Dank, doch warten wir nicht länger, denn dank dieser neuen Sänger beende ich mein Leben voller Graus. Doch halt, sie sehen so stark aus. Ein Gedanke macht sich breit, ihn zu ignorieren wäre nicht gescheit. Solange sie noch alle stutzen, könnte man sie ja benutzen. Ja, zieht hin, seid froher Dinge und hört, was ich als euer Meister singe. Mit meinen hypnotischen Klängen werde ich euch in meine Dienste drängen. Ich konnte einfach nicht... Ja, meine Nacht... Tolle Nacht. Das war die Nacht. Hab ich jetzt meine Beute verstaut? Ich weiß, ihr ist hier irgendwo. Die Hände waren jedenfalls sehr schmutzig, nachdem ich sie versteckt habe. Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, es wird gleich wild werden. Ein faszinierendes Exemplar. Fast meiner kostbaren Zeit und Aufmerksamkeit würdig. Hey, Kumpel. Was hast du denn da? Warum gibst du das nicht her und ich sorge dafür, dass es an den rechtmäßigen Besitzer übergeht? Nein? Gut. Muss ich wohl... Ich bin... Oh,
magische Kräfte und coole Sachen. Manchmal ist das Leben schön. Du siehst nicht sehr beschäftigt aus. Lust auf etwas Spaß? Ich will Poison Ivy einen kleinen... Komm, gehen wir zu Ivys Treibhaus. Geschafft! Jetzt musst du die Pflanze zerstören. Oh je, da kommen die Schwäche. Fantastisch! Das wird Ivy zeigen. Gut, du kannst gehen. Hey, das ist ein schöner Fund. Solange darauf kein geheimer Fluch liegt oder so. Nicht ausfindig zu machen. Gestern wurde quetschen wir diese Großmäuler aus. Du weißt schon, wie Plastikflaschen, die man ausquetschen muss, um an den letzten Rest Soße zu kommen. Also das Dekor im Laden war echt anständig, aber die Pesto Frittata hatte etwas zu viel Pesto und nicht genug Frittata. Meine italienische Küche bringt den authentischen Geschmack der verborgenen Dolomitentäler nach Gotham. Le Condiment ist eine Beleidigung für Essen. Das Beste wäre, wie sagt man, es zu schließen. Warum schließt du nicht deinen Mund? Alle ihre sind so freundlich. Wir haben ihm bei der Gazette 1 von 10 Löffeln gegeben. Was hat es beim Planet bekommen? Einen Anruf beim Gesundheitsamt. Toll, jetzt habe ich 2 Probleme am Hals, ihr egoistischen Schmarotzer. Das Essen. Es war mal was anderes. Aber die Bedienung ließ zu wünschen übrig. Sie wollte nicht mal mein Trinkgeld annehmen. Das Trinkgeldkonzept ist Unsinn. Ich bezahle mein Personal fair. Unterfallen, was? Kein Geld macht auf. Du warst doch in diesem neuen Restaurant Würze von Herzen, oder? Wie war's?
Sie haben mir zum Nachtisch ein Stück Torte gegeben, das komplett aus Meerrettich war. Und das einzige Getränk war French Dressing. Furchtbar. Ich habe Ihnen 3 von 5 Sternen gegeben. Aha, friss was, 24. Hier mit meinen Gewürzen. Das hat gesessen. Und wenn ändere dich... Tolle magische Kräfte und coole Sachen. Manchmal ist das Leben... Der Rat der Eulen tagt jetzt. Du weißt, was zu tun ist, oder? Genug der Worte. Zieh deinen Tellenanzug an. Wir müssen Gotham der Familie Wayne entreißen. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Zieh dein Assassinen-Outfit an. Normalerweise muss ich das nicht erklären, aber ich fühle mich edelmütig. Etwas unbeholfen, aber das ist ja auch kein... Der Rat der Eulentag. Ich erkläre dir den Plan nur einmal. Bruce Waynes Lieblingsrestaurant, The Golden Bat, muss geschlossen werden. Für immer. Das sollte ihn in den Wahnsinn treiben. Und der Rat der Eulen kann Gotham an sich reißen. Verstanden? Wie wir es schließen? Das ist eine gute Frage, junger Talon. Sie bekommen täglich eine Lieferung. Wir müssen also nur irgendwie das Essen des Restaurants verderben. Wir sind da. Bring dein Spatzenhirn auf Touren und überleg, wie wir hier ein Loch reinbekommen. Ich glaube, das ist das falsche Auto. Oder verkauft The Golden Bat auch Feuerwerkskörper? Gut. Dann zum völlig offiziellen Plan B. Irgendwie die Feuerwerkskörper. Na bitte, ich bin mir sicher, dass Wayne End mit Wayne out...